Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, an Gott sei Dank. Der Blindgeborene ist ein berühmter Mensch. Wer von uns kennt diesen Mann nicht? Jeder kennt diesen blindgeborenen Mensch, sicher. Aber es gibt eine Frage. Warum hat Gott diesen Mensch so erlaubt, dass er blind geboren ist? Und noch die Frage, die viel gestellt hier im Westen besonders. Warum erlaubt Gott, dass manche Menschen krank werden, dass manche Menschen früh sterben, dass manche Menschen leiden müssen mit Krankheiten und so weiter? Diese Frage kann nur im Licht der Ewigkeit verstanden werden. Diese Frage kann nur im Licht der Menschwerdung und Liebe zu Menschen verstanden werden. Jesus hat viele Wege für die Erlösung der Menschen. Für Jesus ist wichtig, doch dass die Menschen wohl leben. Aber auch wichtig für Jesus, dass die Menschen vor allem das ewige Leben erben. Es gibt manche Menschen, die nur, wenn sie in einem bestimmten Zustand von Krankheiten oder von Leiden oder Schmerzen erlöst werden. Viele Menschen, solange sie gesund sind, werden sie so weit von Christus sein. Leider ist das ein Fakt. Und deswegen ist die Hand Gottes manchmal auf die Menschen, die von Gott entfernt sind. Eigentlich, der Blindgeborene ist ein Beispiel dafür. Er lebte 40 Jahre einfach in Armut und war auch sehr arm im Geist und sehr arm in jeder Hinsicht. Er ist arm, weil er musste auch sein Geld selber sammeln. Die Eltern waren doch nicht arme Menschen, aber sie haben einfach ihren Sohn weggeschmissen auf die Straße, um zu betteln. Gott erlaubte, dass dieser arme Mensch blind geworden, damit Gott auch verehrt in seinem Leben. Damit er selber verehrt wird und diese Glücklichkeit haben wird. Nochmal die Frage. Der Blindgeborene hat sicher viel gelitten, aber danach hat er daran gewöhnt und lebt einfach wie ein Mensch und hat auch sein Schicksal akzeptiert. Okay? Aber war auch die Frage gestellt, warum ist er blind geworden? Hatte er gesündigt oder nicht? Sicher, Jesus erlaubt, dass manche Menschen leiden werden, leiden müssen, damit sie erlöst werden, damit sie an Gott denken werden. Und wir sehen das in unserem praktischen Leben. Viele Menschen leben so weit von Gott und sobald sie ein Problem bekommen oder eine Versuchung oder Krankheit, dann werden sie sofort zum ersten Mal, vielleicht in ihrer Geschichte, zu Gott anwenden und seine Hilfe bitten und verlangen. Ich kenne persönlich einen Mensch, einen Mann, hatte einfach so weit von Christus gelebt, so weit. Und es war komisch, dass er nicht einmal in die Kirche ging, nicht einmal beichtete und nicht einmal mit Gott kommunizieren wollte. Und ich habe das auch selber beobachtet und mich auch gefragt, warum? Warum wollte er nicht mit Gott persönlich leben? Und eines Tages habe ich die Nachrichten gehört, dass dieser Mensch zu krank ist, schwer krank, hat er einen Tumor. Und zufällig habe ich ihn getroffen und ich habe ihn gesehen, eigentlich mit Augen auf dem Bett. Und nun, sein Zufall ist geändert, ist nicht mehr so weit von Christus, ist nicht mehr nach der Welt gelebt und nach Begierden und so weiter. Aber ich habe ihn gefragt, wie geht's dir? Sagt, sehr gut. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Zum ersten Mal, ich höre das Wort Gott von seinem Mund. Und hast du Schmerzen? Sagt, nein, nein, Gott sei Dank, ich kann alles vertragen. Er war in diesem Zustand auch blind geworden. Er ist blind geworden und halb lahm, hatte so viele Schmerzen, aber trotzdem, er war dankbar. Woher kam die Dankbarkeit?
von der Versuchung seiner Krankheit. Er hat festgestellt, Gottes Hand ist da und diese Krankheit hat sein Leben total geändert. Und ich habe auch gehört, der Priester kam zu ihm fast jeden Tag, hat seine Beichte gehört und hat auch ihm Kommunion auch fast jeden Tag gebracht. Und der Mensch ist nun sehr dankbar, sehr glücklich. Die Sünde hatte ihm die Glücklichkeit nicht gebracht, aber doch die Versuchung. Deswegen, wenn wir eine Versuchung sehen, fragen wir uns, warum und was ist das Ziel? Warum hat Gott das erlaubt? Vielleicht sind wir faule Menschen im spirituellen Leben vielleicht. Vielleicht die Welt und der Glanz der Welt hat uns übersiegt und stark angezogen vielleicht. Aber in jeder Hinsicht, die Versuchung macht heiligen Menschen. Solange wir fest im Glauben sind, solange wir Gott kennenlernen oder kennenlernen wollen. Zweitens, es gibt auch besonders heutzutage die schlechten Gewohnheiten. Es gibt Menschen, die von ihren schlechten Gewohnheiten besiegt wurden und daran festgehalten, sie wollen selber nicht daran bleiben, aber sie können es nicht mehr. In diesem Fall darf Gott eine kleine Versuchung zu diesem Mensch bringen, doch weil Gott die Menschen liebt und wollte, dass die Menschen erlöst werden. Für Gott ist wichtig vor allem das ewige Leben. Warum Gott erlaubt, dass manche Menschen behindert geboren sind? Ich sage auch genauso. Die Behinderten in einem Haus sind Segen für diese Familie, wenn wir das richtig betrachten. Ich kenne auch viele Familien, die durch ein solches Kind viel Segen bekommen. Und vor allem das Kind selber, will auch erwächst, die selber auch von vielen Sünden entfernt, wird auch für ihn das Himmelreich gesichert, solange er auch in Christus. Und pass auf, die Behinderten, besonders in den christlichen Familien, werden so nah zu Gott, mehr als jeder andere. Gott hatte nicht nur einen Plan für uns, hatte viele Pläne. Deswegen sagt der Priester, die Wege des Heils. Es gibt einen Weg, Jesus sicher. Aber es gibt auch viele Wege für jeden von uns. Für einen ist Gesundheit wichtig. Oder Gesundheit ist der Weg zur Heilung und zur Erlösung. Korrekt. Für eine andere Person, die Krankheit ist der einzige Weg für die Erlösung. Was sagst du? Darf Gott einfach deine Gesundheit mehr schützen als deine Erlösung? Sicher nicht, weil das Leben hier ist kurz. Wir gehen sicher zu Christus, wann, irgendwann. Deswegen die Frage, ist der Blindgeborene unrecht behandelt oder hat wenig Glück im Leben? Sicher nicht. Wenn der blindgeborene Mensch einfach so geboren ist und so gewachsen wie alle anderen Menschen, dann hätte sicher Jesus nicht treffen können. Dann hätte nicht dieses Wunder für ihn ein neues Leben oder Grund für ein neues Leben ist. Sicher, der Blindgeborene hat ein neues Leben. Und wie groß ist die Freude dieses Menschen, sicher sehr, sehr groß. Wenn der blindgeborene Mensch normal geboren, dann hätte sicher diese große Freude nicht gehabt. Hätte Jesus nicht mit Augen sehen können und ihn anbeten, hätte nicht diese große Verteidigungsaktion, was er übernommen hat, für Christus gegen die Juden getan hat. Also durch diese Krankheit, durch diese Behinderung, durch diese Benachteiligung hat der Blindgeborene viel Teile. Auch bei uns, wenn wir irgendwann eine Krankheit haben oder schwere Zeit oder Armut oder irgendwas haben, danken wir Gott dafür sicher. Wenn du auch schwach geworden sind vor einer Sünde,
aber danach Reue getan und zurückkamen zu. Dank auch Gott dafür, dass Gott deine Hand genommen hat und erhoben und ins Heiligtum gebracht hatte. Danke Gott für alles. Wir wollen Gott bedanken, weil der Dank macht den Menschen glücklich. Die Menschen heutzutage sind nicht zufrieden. Sie haben alles. Alles. Schau mal herum. Alles. Und Schönheit und Autos und Geld und Zivilisation. Aber sind nicht zufrieden. Deswegen wollen wir alle ohne Ausnahme Gott bedanken. Wenn du gesund bist, dank Gott und komm zur Kirche. Bete Gott an. Wenn du krank bist, dank Gott, dass er auf dich aufpasst und dir eine Krankheit gegeben hat, damit dein Leben geradeaus geht und besser wird. Wenn du wohl lebst, dank Gott. Wenn du aber traurig bist, geh mal zu Gott und dank ihm und beginn auch eine neue Phase in deinem Leben. Denk an diesen Kranken, der so weit von Gott war und seine Krankheit ihn zu Gott gebracht hatte. Viele Menschen auf Erden, betracht und denkt danach, werden die Menschen, die krank und Gott kennenlernen wollen, doch mehr zu Gott sicher. Wir wollen Gott für alles bedanken und in jedem Zustand bedanken. Wir wollen mit dem blind geborenen Christus erstens anbeten, mit aller Arten von Anbetung. Zweitens für Christus verteidigen und Zeugnis ablegen bei den Menschen, die Jesus Christus noch nicht gelernt haben. Lass uns mit dem blind geborenen Jesus anbeten und sagen, du bist Gottes Sohn, du bist Gott, der im Fleisch erschienen ist. Wir beten dich allein an, wir lieben dich von ganzem Herzen, wir verteidigen dich gegen die Menschen, die dich nicht gekannt haben, und wir wollen auch Zeugnis mit unseren Taten und Worten ablegen. Ehre sei unserem Herrn in aller Ewigkeit. Amen.